Hallo liebe EatSmarter-Fans, herzlich willkommen heute zum Experten-Talk. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Intervallfasten und zwar vegan. Dazu werde ich mit Dr. Petra Bracht sprechen. Ihr kennt sie bestimmt alle. Petra ist Ernährungsmedizinerin und Allgemeinmedizinerin und hat gerade dieses tolle Buch hier veröffentlicht, ein Spiegel-Bestseller. Was, wie gesagt, heißt Gesundmacher Intervallfasten, das große Kochbuch und diese vielen Rezepte hier, die sind alle vegan. Und genau über diese Kombi Intervallfasten und vegan werde ich heute mit Petra sprechen. Bevor ich sie einlade, möchte ich euch unbedingt nochmal auf unseren Eat Smarter Intervallfastenkurs hinweisen mit mir in den Videos. Den Kurs findet ihr hier im Shop. Bei Instagram oder online auf der EatSmarter-Seite findet ihr den natürlich auch. Und da lernt ihr wirklich von Grund auf, wie ihr Intervallfasten in euer Leben integriert. Ihr bekommt da Pläne, ihr bekommt Tipps, also Ernährungspläne. Ihr bekommt Tipps, wie man am Anfang vielleicht mit dem anfänglichen Hunger umgehen kann, wie man das wirklich gut umsetzen kann und wie es vielleicht auch nicht funktioniert. Denn zum Intervallfasten hört man ja auch immer die verschiedensten Dinge mittlerweile. Und genau, jetzt freue ich mich aber erstmal mit Petra zu sprechen und werde sie einmal einladen. Hallo Petra. Hallo Maja. Ich freue mich jedes Mal, wenn es funktioniert. Ja, ne? Ich auch. Immer wieder. Ja. Genau. Super. Die Verbindung hört sich auch perfekt an. Ich freue mich. Ja, stell dich doch auch kurz nochmal selber vor. Ich habe gerade schon mal hier dein tolles Buch in die Kamera gehalten. Sag gerne auch nochmal ein paar Worte dazu. Ja, also ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin in der Ausbildung und Naturheilverfahren und habe mich vor mehr als 30 Jahren auf Ernährungsmedizin spezialisiert und habe dann da gleich schon auch letzten Endes mit einer vollwertigen Pflanzenkost angefangen und habe damals auch angefangen mit Intervallfasten. Und zwar dadurch, dass ich dieses Buch Fit fürs Leben bekommen habe. Und dann habe ich einfach gedacht, wenn es alles stimmt, was da drin ist, dann ist es genau das, was ich gesucht habe. Und dann musste ich das ausprobieren. Dann habe ich es ausprobiert und in der Familie ausprobiert und dann gleich auch bei meinen Patienten angewandt. Und da sind einfach wundervolle Dinge passiert, sodass es wirklich meine Basismedizin ist, die ich auch mit meinen Patienten lebe. Also ich lebe so und ich wünsche mir, dass ganz viele meiner Patienten dann auch das so machen und dadurch gesund werden, weil es ist einfach, ich finde diese Kraft, die so ein gesundes, so eine gesunde Ernährung mit sich bringt. Also Intervallfasten für sich ist ja schon top, aber dann auch noch eine vollwertige pflanzliche Ernährung, das toppt es nochmal und das alles zusammen ist für mich wirklich die beste Medizin, die ich mir für jeden Menschen wünschen kann als Prävention und aber auch, wenn schon eine Krankheit eingetreten ist. Und deswegen heißt dieses Buch, ja, das wir jetzt geschrieben haben, Gesundmacher-Intervallfasten, weil ich möchte einfach auch wirklich, dass Menschen, die schon krank sind, sehen, dass sie selbst was machen können. Ja, wie schön. Magst du uns für den Anfang nochmal erklären, wie denn, also ich bin mir sicher, die meisten haben den Begriff schon mal gehört, Intervallfasten, wie das funktioniert, was das ist? Ja, also ich wiederhole es nochmal, ich weiß, das Thema ist vielleicht schon irgendwie ein bisschen drüber, aber das Spannende ist ja, es war ja ein Hype und aus dem Hype ist eine Bewegung geworden und es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die das machen und immer wieder neue, die auch noch dazukommen und deswegen Intervallfasten bedeutet, dass man zu einer bestimmten Zeit isst und in der übrigen Zeit fastet. Optimalerweise ist das 16:8 Intervallfasten der einfachste Weg, finde ich zumindest. Das heißt also, wir essen während 8 Stunden entweder 2 oder 3 Mahlzeiten und dann die restlichen 16 Stunden nichts. Und dann passieren einfach wirklich Dinge im Körper. Ja, ich glaube, wenn das alle Leute wirklich wüssten, was da passiert, dann würden es alle Leute machen, weil der Körper tatsächlich in der Heilungsphase kommt, in den sogenannten Autophagie-Prozess, der sich wirklich heilen kann. Und ich weiß noch damals, als ich anfing, ich habe ja immer nur
die Erfahrung gehabt durch meine Patienten. Ich habe gelebt mit meinen Patienten, gelernt durch meine Patienten und war immer wieder verblüfft, wie das ging. Also Neurodermitis, Allergien, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, rheumatische Beschwerden, also auch Autoimmunerkrankungen. Also am Anfang war ich so ein bisschen vorsichtiger, nachher bin ich wirklich in alle Krankheitsbilder eigentlich auch eingestiegen mit der Ernährung. Und wenn ich dann gesehen habe, wie der Mensch diese Krankheit selbst geheilt hat durch Ernährung, durch dieses Intervallfasten, das hat mich so fasziniert. Aber es gab dann noch kaum Literatur dazu. Und deswegen, als dann 2015 der Japaner den Medizin-Nobelpreis für diesen Autophagie-Prozess bekommen hat, habe ich einfach nur gedacht, wie wunderbar ist das denn? Weil er hat tatsächlich aufgezeigt, was der Körper in den Fastenperioden tut. Was ich mit meinen Patienten beobachtet habe, wurde plötzlich wissenschaftlich bestätigt. Und das ist natürlich für eine Ärztin, die sich ja schon ein bisschen aus dem Fenster lehnt, weil oftmals Erfahrungsmedizin ja noch nicht evidenzbasiert ist oder auch wissenschaftlich, war das ein ganz, ganz großes Freudenfest. Ja, wie schön. Ja, du hast eben gesagt, ne, der Begriff Autophagie und was passiert da denn alles so genau im Körper und was ist genau die Autophagie? Was heißt das? Also eigentlich heißt es ja, dass der Körper sich mit kranken Bestandteilen auseinandersetzt und die wegschafft. Und das ist tatsächlich auch das, was im Körper passiert. Es passiert ein Heilungsprozess, aber auch ein Regenerationsprozess. Er erholt sich der Körper. Dadurch produziert er auch bestimmte Stoffe, die wir brauchen, um gesund zu werden. Und er macht noch was ganz Verrücktes. Er nimmt schon verbrauchte Bestandteile von uns, die den Stoffwechsel durchlaufen haben und eigentlich Abfallprodukte sind, die nimmt der Körper, man kann sich das vorstellen, packt die in so einen Sack rein, macht ein bisschen was an Enzymen dazu, schüttelt mal rum und dann macht man diesen Sack auf und plötzlich hat man einzelne Bestandteile. Das kann man ganz schön am Beispiel der Proteine aufzeigen. Proteine sind ja die Eiweiße und Eiweiße bestehen aus einzelnen Aminosäuren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen verbrauchten Antikörper haben, der ja auch eben aus Proteinen besteht oder andere Proteine im Körper, die schon ihre Arbeit getan haben oder zu viele Proteine, die im Zwischenzellraum abgelagert sind, dann geht wirklich in diesem Fastenprozess der Körper her, sammelt alles, was zu viel ist, ein und macht daraus Aminosäuren, sodass wir einen Aminosäurepool zur Verfügung haben, um uns dann, je nachdem, was wir brauchen, auch zu bedienen. Ich finde es einfach unglaublich. Ich habe es beobachtet, aber ich wusste natürlich nicht, was im Körper passiert. Deswegen fand ich das dann auch so super toll. Ich bin ja mit Klaus Leitzmann befreundet und habe ja auch mit ihm ein ganz dickes Ernährungsbuch geschrieben. Und der Klaus hat gesagt, ja, wir haben immer gedacht, dass es sowas gibt und waren uns auch ganz sicher. Aber auch für die Ernährungswissenschaft war das natürlich ein Freudenfest, als das einfach so klar dann wissenschaftlich belegt wurde. Ja. Jetzt war hier gerade schon mal die erste Frage. Und zwar, wie sieht es denn mit Sport aus, beziehungsweise der Energie am Morgen für den Sport? Ja, genial. Also ich bin jemand, ich mache nur morgens Sport und das immer im nüchternen Zustand, weil ich was mache, was nicht 100% optimal ist. Das muss ich jetzt schon mal gleich sagen. Vielleicht beantworte ich damit auch schon ein paar Fragen, die noch kommen. Also ich faste morgens, also ich esse oftmals sowieso nur zweimal, fange erst nachmittags an zu essen und esse dann nochmal ein Abendessen, weil das ist einfach von meinem Alltag ist es besser. Das heißt aber ganz klar, dass je früher man abends nichts mehr isst, umso gesünder ist es. Also das mache ich nicht optimal, aber das heißt, morgens bin ich nüchtern und zwar ganz lange. Und ich mache immer morgens meinen Sport. Und das Verrückte ist, dass wenn ich gegessen habe, ich überhaupt keine Ausdauer habe, um Sport zu machen. Sport
da brauche ich Lebendigkeit. Und wenn ich gegessen habe, das macht mich dann schon so ein bisschen träger. Und deswegen für alle diejenigen, die Angst haben, nicht genug Energie zu haben, es passiert genau das Gegenteil. Und das Tolle ist ja, wenn wir nachts auch gefastet haben, dann sind wir ja immer noch in diesem Fettverbrennungsprozess. Und das ist natürlich toll, wenn wir dann auch Sport machen, verbrennen wir einfach noch viel mehr. Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, wenn es jetzt zum Beispiel jemand gewohnt ist, morgens zu frühstücken und dann Sport zu machen, dann gewöhnt der Körper sich auch um, oder? Der Körper ist sowieso der gewöhnt sich einfach an alles. Man muss es ihm vorgeben, wie er es machen soll. Aber Gewohnheit heißt natürlich auch, dass man etwas diszipliniert verändert an seinen Ritualen. Und es braucht ein wenig Zeit. Und wir wissen, dass um eine neue Gewohnheit im Körper zu installieren, der Körper schon zwischen 40 und durchaus auch 200 Tagen benötigt, um wirklich das Gefühl zu haben, so, das ist jetzt Bestandteil meines Alltags und ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Das heißt also, wir müssen uns schon darauf einlassen, dass wir uns erst einmal dran gewöhnen müssen und dass es nicht von heute auf morgen kommt, aber es geht auf jeden Fall und es ist total effektiv. Und was noch ist, ich habe das Gefühl, dass die Trainingseinheiten wirklich effektiver sind, auch was die Kräftigung anbelangt und so weiter und so fort. Ja. Ja, magst du uns doch mal erzählen, ne? Das ist ja auch hier in dem Buch so, dass es eben vegane Rezepte sind und du hast ja schon gesagt, Intervallfasten plus eine pflanzliche Ernährung. Was ist denn an der pflanzlichen Ernährung so gut? Was hat die für Vorteile? Wo fange ich denn an? Also vielleicht mal ganz einfach. Wir brauchen, um wirklich einen gesunden Darm zu haben, ein gesundes Mikrobiom. Um ein gesundes Mikrobiom zu bekommen, brauchen wir Ballaststoffe. Und in tierischen Nahrungsmitteln sind überhaupt keine Ballaststoffe enthalten. Es sind aber ganz viele andere Substanzen oder Moleküle oder Stoffe enthalten, die überhaupt nicht gut für uns sind, beziehungsweise die im Darm auch noch Unheil und Unrat anrichten. Und das ist nicht in der Pflanzenkost vorhanden. Dann ist noch ein anderer Bestandteil in der Pflanze enthalten, die es auch nicht in tierischen Bestandteilen gibt. Das sind die sekundären Pflanzenstoffe. Die braucht unser Immunsystem wirklich wie Menschen, die irgendwie schlecht sehen und dann eine Brille aufziehen müssen. Also sekundäre Pflanzenstoffe sind die Vergrößerungsgläser für die Immunzellen, damit die auch schlechte Zellen entdecken. Jetzt ganz egal, ob es jetzt Bakterien sind, ob das Viren sind oder ob das Krebszellen sind. Also man weiß, dass Intervallfasten, dieser Autophagieprozess, tatsächlich auch Viren findet, also in dieser Zeit, und diese dann vernichtet. Aber auch nur, weil die Immunzellen besser sehen können. Ja, und dann muss man sich einfach mal angucken. Also für mich, wenn man mich zum Beispiel fragt, was ist denn der negativste tierische Bestandteil in der Nahrung, wenn man sich jetzt entscheidet, okay, ich höre mit einer Sache auf, weil man vielleicht sagt, okay, schaffe ich nicht jetzt alles von heute auf morgen und so, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Tiermilch und Tiermilchprodukte. Weil, also es gibt zwei Gründe, warum ich das sage. Also zum einen, weil ich davon überzeugt bin und es beobachtet habe, dass Inhaltsstoffe in der Milch für einen erwachsenen Menschen katastrophal sind. Wenn dann auch noch die Milch von einer artfremden Art kommt, also von nicht von Menschen, sondern von einem Tier, dann ist es sowieso noch mal schlecht. Und ich habe einfach wirklich gesehen, dass wenn Menschen nur die Milchprodukte weggelassen haben, ganz klare Krankheitssymptome einfach verschwunden sind. Also zum Beispiel Menschen mit Akne. Das finde ich ganz spannend. Milchprodukte weglassen und dann verschwindet die Akne. Oder aber auch bei Neurodermitis ist es super zu beobachten. Bei Allergien, bei Asthma, also alleine die Milchprodukte, wenn man die weglässt. Als nächstes sollte man dann das Fleisch weglassen
Also vielleicht ist das rote Fleisch ein bisschen schlechter als das helle, aber im Prinzip ist Fleisch Fleisch. Und Fleisch, muss man einfach wissen, produziert Ammoniak im Darm, gibt den schlechten Darmbakterienfutter im Gegensatz zu der Pflanzennahrung. Die gibt den guten, gesunden Darmbakterienfutter. Dann ist Cholesterin enthalten, da sind Purine drin für Gicht, da sind Entzündungsstoffe vorhanden, Fleisch übersäuert, all das passiert in der pflanzlichen Ernährung nicht. Und ich weiß einfach, dass dieses Paar Intervallfasten und vollwertige, gesunde, vegane Ernährung, die haben so eine Power für Gesundheit. Ich kann einfach nur sagen, ihr müsst es wissen, probiert es einfach aus, weil das Tolle ist, dass der Körper ein Feedback gibt. Und so nach 8 bis 10 Tage spürt man, was im Körper passiert, wenn man das lässt. Und also ich habe angefangen mit Milchprodukten, dann habe ich Fleisch gesagt, das nächste sind dann die Fische. Und als viertes, was ich dann wirklich auch noch streichen würde, sind tatsächlich auch noch die Eier. Okay. Weil auch da weiß man mittlerweile, dass sie nicht nur, dass sie auch krankmachende Effekte haben können. Besonders bei der Entstehung von Prostatakrebs. Ja, okay. Okay, ja. Was meinst du, wenn jetzt jemand sagt, das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, dann hat es ja auch gesagt, ist ja für viele jetzt einfach noch nicht vorstellbar, das alles wegzulassen. Ist es auch einfach schon mal ein guter Schritt, wenn man sagt, ich erhöhe aber den Pflanzenanteil in der Ernährung? Das ist ein super guter Tipp, weil in dem Moment, wo ich die pflanzlichen Anteile erhöhe, habe ich weniger Platz für tierische. Also ja. Das ist einfach Win-Win und das ist gut. Also ich bin natürlich begeistert, wenn es jemand schafft zu sagen, okay, ich will gar nicht mehr. Aber ich finde es einfach auch toll, wenn jemand sagt, hey, ich bin ein Mensch, ich gehe eher mal kleine Schritte. Jeder kleine Schritt ist ein Schritt des Weges. Und deswegen finde ich das einfach total gut. Allerdings muss ich sagen, wenn Menschen zu mir kommen, die sind krank und die möchten gerne sehen, was sie machen können, um wieder gesund zu werden, dann bin ich ein bisschen strenger und forscher. Aber wenn jemand sagt, ich möchte gerne anfangen damit, gerne so, also einfach mehr Pflanzen auf dem Teller, weniger Tier. Ja, jetzt ist hier gerade noch mal die Frage, Joghurt ist ja probiotisch, ist das nicht eigentlich gut für den Darm? Ja, klar, aber vielleicht schon mal davon gehört, dass es auch pflanzliche Joghurts gibt. Und tatsächlich die Bakterienkulturen in dem pflanzlichen Joghurt sind die gleichen wie auch in der Tiermilch Joghurt-Seite. Also das ist genau das Gleiche, man muss es ausprobieren. Und ich finde, es gibt sehr schmackhaften Joghurt. Also wir haben manchmal so eine Auswahl hier und zwar, ich bin immer noch begeisterter Soja-Anhänger, muss ich sagen. Kannst du mich auch gerne was fragen dazu, wenn du möchtest. Aber Haferjoghurt ist auch gut. Kokos, wer es mag. Ich bin jetzt kein Kokos-Fan, ehrlich gesagt. Das war mir irgendwann mal viel zu viel. Da gab es überall diesen Kokosgeschmack. Deswegen mag ich es nicht. Aber mein Sohn zum Beispiel mag es. Deswegen, wir haben es zu Hause. Es gibt auch Lupinenjoghurt. Es gibt wirklich so viele Alternativen. Und die probiotische Substanz, also diese Bakterien, die Lactobacillen, die irrtümlicherweise ja für Milch, weil sie Milchsäurebakterien heißen, ganz viele Menschen denken, das ist die Tiermilch, aus der kommen sie. Und es hat aber damit gar nichts zu tun, steckt eben auch in pflanzlichen Joghurts. Ja, ja. Ja, gerne mal zum Sojajoghurt, weil das ist ja auch was oft diskutiert wird, Soja. Genau, sag uns gerne mal, was du von Soja hältst. Ich finde Soja richtig klasse. Ich finde zwar nicht gut, dass ganz viel Ackerland oder richtig gutes, ein guter Wald für Ackerland hat weichen müssen, damit Soja angebaut wird, aber 90 bis 95% des Sojaanbaus wird angebaut für das Futter von Tieren. Das muss man einfach sehen. Deswegen darf man das überhaupt nicht vermischen. Aber Soja an sich ist eine wundervolle Hülsenfrucht.
Und Soja hat ja diese bekannten Phytoöstrogene, also pflanzliche Östrogene in einer ganz reduzierten Form, die uns Menschen tatsächlich schützen. Und es ist nicht so, wie immer noch geglaubt wird, manchmal geglaubt wird, weil das Wissen einfach nicht da ist, dass es gefährlich sei und dass es zum Beispiel das Wachstum von Krebszellen, insbesondere bei Mama-CA, bei Brust-CA, also bei Brustkrebs, ankurbeln würde. Das ist genau das Gegenteil, es hemmt es. Und das möchte ich hier nochmal sagen. Also man kann wirklich ganz getrost, und man sollte es auch, ob Mann oder Frau, weil dieses Phytoöstrogen ist regulierend und nicht fördernd. Deswegen sollte man auf jeden Fall Sojaprodukte essen. Ja, okay. Erstmal. Super. Magst du Soja, Maya? Ich mag auch Soja und ich habe auch persönlich kein Problem mit Soja. Genau. Okay, perfekt. Ja. Ja. Genau. Nochmal zum Intervallfasten. Ist es denn normal, wenn man damit anfängt, was viele ja manchmal auch so ein bisschen abschreckt, dass man vielleicht erstmal Hunger hat? Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Gewohnheit. Also wenn der Körper weiß, er kriegt von morgens bis abends ständig irgendwie was zu essen und plötzlich ist irgendwie diese Essenszufuhr zeitlich beschränkt, dann denkt er sich ja auch erstmal, hey, was ist denn jetzt los? Muss ich jetzt hungern? Und er kriegt ja dann auch, ja, von seiner Genetik her, kriegt er ja vielleicht auch so ein bisschen Panik und sendet dann immer diese Hungersignale. Aber auch da kann man sich ganz, ganz schnell gewöhnen. Und wenn man das bekommt, dann gibt es schon die Möglichkeit, dass man ganz viel trinkt beispielsweise. Das ist richtig gut. Aber auch Bewegung ist tatsächlich gut, wenn man Hunger hat. Aber dieses Trinken, das finde ich toll, weil wenn man trinkt, tritt über das Gehirn auch ein Sättigungsgefühl ein. Das heißt also, immer wenn so ein bisschen Hunger aufkommt, einfach was trinken. Aber natürlich kalorienfrei, damit der Fastenprozess nicht unterbrochen wird. Okay, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Also das wäre jetzt so ein Tipp, ne? Was trinken, Bewegung, den Tag da vielleicht auch so ein bisschen umstrukturieren, wenn man jetzt anfängt, dann morgens sich ein bisschen zu bewegen und trinken, und dann gewöhnt der Körper sich wahrscheinlich auch nach einer Zeit dran, und diese Hungersignale zu den Zeiten, wo er sonst was bekommen hat, die werden dann auch weniger. Ja, also ganz bestimmt. Und was ich einfach auch weiß durch meine Arbeit mit den Patienten, also sicherlich 40-50% mögen gar nicht frühstücken. Und die können sich jetzt ganz getrost zurücklegen und können sagen, okay, ich frühstücke erst dann, wenn ich wirklich Hunger habe, und nicht, weil ich mir das so antrainiert habe oder weil mir das so anerzogen wurde. Also ganz beruhigt sein. Es tut dem Körper überhaupt nichts, wenn er nicht frühstückt. Ganz im Gegenteil. Also es gibt ja aus dieser Natural Hygiene Bewegung aus Amerika, die sind ja wirklich der Meinung, dass wenn man morgens dem Körper nichts zu essen gibt, außer Flüssigkeit, dass er noch besser in diesen Verdauungs- und Ausscheidungsprozess kommt. Und das finde ich schon auch ganz spannend. Und das ist auch was ich beobachtet habe, dass das ist auch wichtig, glaube ich, dass Menschen, die jetzt anfangen, sich so zu ernähren und vielleicht mit der Verdauung Probleme haben, dass sich das reguliert. Und das ist natürlich auch was super Tolles. Und da hilft natürlich auch noch zusätzlich Sport morgens zu treiben und zu trinken und dann noch die Ruhe zu haben, dann vielleicht dann, ja, morgens ganz regelmäßige Verdauung dann zu bekommen, endgültig, endlich. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, vielleicht auch für dich persönlich, was ist denn so deine erste, also was ist eine erste sinnvolle Mahlzeit nach dieser Fastenpause? Also ich bin ja wirklich zum Porridge-Fan geworden. Mhm. Also ich mache mir Porridge allerdings tatsächlich mittlerweile auch ohne Zucker, einfach nur mit Wasser, und gebe mir eine Handvoll Früchte dazu. Also ich habe heute Porridge gegessen mit Himbeeren, gab frische Himbeeren aus dem Bioladen. Ich dachte, wie wunderbar, brauchte ich. Und das habe ich gegessen und es tut einfach richtig gut. Ich bin weder danach müde und träge, noch habe ich irgendwie ein Gefühl, dass mein Bauch dick ist. Es ist einfach so, ach, wie gut ist es denn? Aber es gibt natürlich auch mal solche Momente oder solche Tage,
wo Freunde da sind, wo die Family da ist, wo es einfach einen Brunch gibt. Und dann esse ich natürlich auch gerne mal ein Brot und alles, was es da sonst noch gibt. Aber natürlich vegan. Gibt's ja mittlerweile so viele tolle Sachen. Ich bin echt verblüfft, wenn ich daran denke, was es gab oder was es alles nicht gab, als ich damals anfing, vegan zu leben und was wir jetzt für eine Auswahl haben. Das ist total toll. Und deswegen, das möchte ich vielleicht auch hier nochmal sagen, ich bin überhaupt nicht gegen diese Ersatzprodukte. Also ich sage so wenig wie möglich, klar, aber für den Umstieg, um den zu erleichtern, sehr gerne. Und es gibt ja auch Menschen, das dürfen wir nicht vergessen, gerade junge Menschen, die haben mit dem Thema Gesundheit noch nicht so viel zu tun. Die finden vielleicht eine vegane Ernährung deswegen wichtig, weil sie beim Klima helfen, das zu retten. Oder auch aus ethischen Gründen wegen der Massentierhaltung, die meines Erachtens überhaupt nicht geht und sofort gestoppt werden müsste, nur mal so nebenbei. Denen ist es, glaube ich, denen kommt es dann nicht unbedingt auf die Wertigkeit der Ernährung an. Und die greifen dann halt auch mal zu Ersatzprodukten. Ich finde das nicht tragisch. Alles weniger an Tier, was verzehrt wird, ist nicht nur gut für den Menschen, sondern auch für unsere Erde. Ja, ja. Was würdest du sagen, wenn man sich jetzt vegan ernährt und Intervallfasten macht, worauf ist es wichtig, dann bei der Ernährung zu achten? Also gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst, das ist auf jeden Fall gut zu integrieren oder auf die und die Nährstoffe oder Lebensmittel sollte man besonderes Augenmerk legen? Also so ganz generell bin ich ja schon jemand, der sagt, so ein Multivitaminpräparat ist schon sinnvoll, das zu nehmen, damit man auf jeden Fall basisversorgt ist. Das finde ich auch so spannend, weil es gibt eigentlich den oder der Wissen, Ernährungswissenschaftler überhaupt an der Spitze der Ernährungswissenschaftler ist Walter Willett. Und der hat ein neues Buch geschrieben, Harvard Guide of Education, gesunde Ernährung. Und da hat er ein ganzes Kapitel den Nahrungsergänzungsmitteln gewidmet und sagt tatsächlich, dass ein Multivitaminpräparat eigentlich die beste Krankenversicherung für jeden Menschen ist, für jeden Menschen. Wobei es gibt ja Studien, gerade Markus Keller hat ja so eine vergleichende Studie gemacht, finde ich auch ganz spannend, zwischen normal, also Mischköstler, Vegan und Vegetarier und Pesketarier. Und da ist schon aufgefallen, dass insbesondere die Veganer recht gut versorgt sind mit Mikronährstoffen, weil die meisten ja dann auch noch bewusster sich ernähren als die, die jetzt zum Beispiel einfach nur essen, weil sie denken, sie brauchen jetzt was zu essen, damit sie nicht verhungern, weil es einfach dazugehört. Also wie gesagt, Mikronährstoffe, so eine Basisversorgung würde ich machen, B12. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, vor allem die Menschen, die uns jetzt zuhören, die wissen das sicherlich auch. Und vom Essen her, also ich sage immer jeden Tag Hülsenfrüchte, weil ich denke immer an unsere Darmflora, an das Mikrobiom. Und das funktioniert so gut, es funktioniert wirklich so gut. Das kann man auch an der Verdauung dann sehen. Aber man muss es einfach mal erlebt haben, weil diese Verdauungsstörungen, die nehmen ja so immens zu. Und du kannst eben durch diese Art der Ernährung und durch die Umstellung kannst du für eine so tolle Verdauung sorgen. Das ist einfach toll. Und da gehören eben Ballaststoffe dazu, also die löslichen und die unlöslichen durch Hülsenfrüchte. Also jeden Tag eine schöne Portion Hülsenfrüchte. Es gibt ja genug davon. Erdnüsse sind im Übrigen auch Hülsenfrüchte. Darf man nicht vergessen. Die kommen immer so zu kurz, finde ich. Für diejenigen, die sie gut vertragen, ist das einfach was ganz Feines. Natürlich Gemüse, 450 Gramm sollte es schon sein, entweder angefangen von grünem Gemüse über alle möglichen Sorten an Gemüse und auch durchaus Salate dazu zählen, 450 Gramm und jeden Tag 250 Gramm Obst sollte das auch sein. Eine kleine Handvoll Nüsse, also nicht zu viel und dann natürlich, also ich bin auch noch so ein Fan von Sprossen und Samen. Also super toll, wenn man das macht, weil dann hat man einfach noch mal so richtig, ja, Powerfood. Und dann bin ich auch noch ein Fan von Wildkräutern.
Also wir haben so einen Garten hier zu Hause und da gibt es Giersch, da gibt es Schafgarbe, da gibt es Brennnessel und die sollte man einfach auch in Salat, ins Gemüse geben. Macht einen ganz wundervollen, ja, Geschmack und ja, tut ganz viel für die Gesundheit. Und ansonsten natürlich Kräuter und Gewürze, die gehören auch noch dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Und dann sollte man sich einfach einen schönen Teller machen. Und man sollte auch mit Liebe sich diesen Teller zurecht machen. Und dann natürlich mit Ruhe essen und mit Freude essen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir so ein Essen haben, weil wenn man überlegt, dass tagtäglich noch zwischen 6.000 bis zu 43.000 Menschen am Hungerstod sterben, also ist es schon sehr angebracht, wenn wir uns einfach darüber freuen und wenn wir dankbar sind, dass wir so tolle Sachen essen können. Und mit Pflanzenkost tun wir niemandem weh. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, vielen Dank. Das waren ja jetzt schöne Schlussworte. Da hat auch gerade noch mal jemand gesagt, nein, Sie haben nichts vergessen. Genau, ich glaube, du hast alles genannt. Perfekt, ja. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Petra. Das war wieder sehr interessant und inspirierend. Schön. Ja, gerne. Ja, dann wünsche ich euch allen, die ihr gerade zuhört und dir, liebe Maja, eine super schöne, gesunde Zeit und dass wir auch durch diese Zeit gut durchkommen. Tatsächlich ist Pflanzenkost auch eine Vorkost, die glücklich macht, weil sie nämlich relativ viel Tryptophan enthält und Tryptophan ist verantwortlich für die Bildung von Serotonin und ich glaube, das können wir alle gut gebrauchen. Deswegen habt eine wundervolle Zeit und bleibt alle gesund und danke fürs Zuhören jetzt. Danke dir, das wünsche ich Ja. dir auch und ja, bis bald wieder. Hab noch einen Bis schönen bald. Abend. Ja, danke. Tschüss. Ihr auch, euch auch. Tschüss. Danke, tschüss.